Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Horde-Only Achievement. Und zwar haben wir das hier unter Quests und dann Battle for Azeroth. Und hier ist das Achievement in aller Seelenruhe. Und für dieses müssen wir in der Übergangswelt-Quest Licht aus in Drustva mit nur einer Verdammnisseele die World-Quest abschließen. Und wo befindet sich die? Wir haben die einmal hier in Drustva auf den Koordinaten 31, 43. Und ja, die kann random neben anderen World Quest bei den jeweiligen Invasionen bzw. Übergriffs World Quest, so heißen sie, auftauchen, die, naja, zeitlich befristet sind, ich meine, 6 Stunden sind es immer und dann switcht das immer von Gebiet zu Gebiet. Ich habe diese jetzt hier ausgemacht, also Licht aus heißt die und ja, jetzt könnt ihr quasi bei meinem ersten Try dabei sein. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mir das hier gerade durchgelesen. Es funktioniert anscheinend so, dass man hier diesen Button drückt, dann zu so einer Seele wird und durch alle Gegner, die, ja, wo man durchfliegt, die werden getötet und man füllt die Bar hier. Aber wenn man so eine Barriere erwischt, dann ist das Ding weg und man hat quasi verloren. Und ich, ja, würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Ich drücke den Button und wir fliegen jetzt mal hier an der Barriere vorbei. Und ich schau mal, dass ich jetzt hier alles erwische, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Weiß ich nicht, ob die Barrieren hier auch... Ah, okay, die Barrieren darf ich auch nicht erwischen. So, ich bin jetzt auf den x-ten Twink weitergelockt. Ich habe das hier ein paar Mal probiert gehabt und konnte ein paar Informationen aus dem Ganzen rausziehen. Und an denen möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Und zwar... am besten macht ihr das Ganze in der Gruppe. Es gibt ja verschiedene Tools hier, World Quest Tracker zum Beispiel, wo man sich dann Gruppen suchen kann. Oder man lädt hier einfach die Leute ein, die auch dieses Zeug machen. Denn ihr dürft in der Gruppe sein für das Ganze. Wichtig ist, dass ihr quasi am besten in der Gruppe seid und dann hier einfach anfangt rumzufliegen. Ja? Die Gruppe bringt euch Progress in der Bar, wie ihr hinten seht, beziehungsweise ihr könnt durch die Mobs durchfliegen, die nicht an den Barrieren stehen. Passt da wirklich auf, ich habe es mit ein paar Charts verkackt, weil ja die Mobs relativ... breitflächig stehen und man manchmal die Barrieren drunter nicht sieht. Also lieber Mobs nicht mitnehmen, wenn man sich nicht sicher ist, dass da keine Barriere ist. Wenn man da nur ein bisschen rankommt, explodiert das Teil und das ist sofort in dem Gelände. Die 100% von der Bar voll zu machen, ist hier nicht der Stress. Ja? Da kann man auch einfach ein bisschen hier im Kreis fliegen, wie ihr seht, gar kein Problem. Tricky wird es jetzt am Ende, denn wir müssen noch einen Kommandanten töten. Und der Kommandant, der ist ganz oben. Erstmal muss man halt hier so ein bisschen gucken, dass man, ja... erstmal da hochkommt und zweitens seht ihr hier ist ein Lichtschild vor dem Kommandanten. Wenn ihr da reinfliegt, ist dieses Schild weg, aber eure Seele ist auch weg und ihr müsst ja mit einer Seele das Ganze machen. Deswegen müsst ihr jetzt so lange warten, bis irgendjemand diese Barriere aufhaut und dann fliegt ihr rein und tötet den Kommandanten. Und da ist gerade jemand rein und hat die Lichtbarriere weggehauen. Deswegen, wie gesagt, eine Gruppe ist hier praktisch. Wenn nämlich ein anderes Gruppenmitglied da reinfliegt, ist die Barriere weg. Und jetzt kann ich nämlich da rein und den Kommandanten, der da hinten steht, noch einmal mitnehmen. Zack! Und dann gehe ich zwar hoch, aber das war das Letzte, was ich gebraucht habe für das Achievement. Das Achievement ist aufgeploppt und wir sind durch. Ja? Also wie gesagt, stützt euch hier auf eine Gruppe, dann habt es wesentlich leichter zu warten, bis irgendjemand anderer dann die Barriere aufhaut. Kann vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.